So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, das ultimative Tasting mit dem Muttertier und diesmal das ultimative Red Bull Tasting. Ich war letztens unterwegs, da hieß es, es gibt eine neue Sommeredition, habe ich gedacht, nimmst du mal mit, hat nur 1 Euro gekostet, da sehe ich palettenweise daneben so viele bunte Dosen stehen und ich bin kein großer Red Bull Fan, ich kenne die gefühlt alle gar nicht. Die Winteredition hat Pupsi mal gehabt, weil es irgendwie mit Birne Zimt war. Sie ist ja Zimt-Fan. Das hat sie mitgenommen. Den Rest kenne ich nicht. Ich habe versucht, mir jetzt erstmal alle Farben zu besorgen. Sieht richtig schön bunt aus, wie ein Regenbogen. Kannst ja mal für Thumbnail irgendwie so da drauf zeigen und richtig blöd gucken. Genau. Ah, das ist nämlich normal und dann können wir das so machen, ja. Ja, Thumbnail ist schon vorbei. Jetzt ist vorbei. Ist es das Red Bull verleiht Flügel? Genau, es gibt Red Bull verleiht Flügel. Das ist das Originalding. In so silbernen, blauen Dosen, was einfach nur Energy-Geschmack hat, puren Energy-Geschmack. Ja. Und das sind ja besondere Sorten, wo noch irgendwas anderes dabei ist. Und die wollen wir jetzt kennenlernen. Ich habe hier die zwei Berliner Luftgläschen. Keine Sorge, in dem einen, da war schon ein Sprung drin. Das kriegt jetzt das Muttertier, damit ihr auch mal die Farbe seht von diesen Gläschen, von den Dosen, wie das aussieht. Und am Ende möchte ich auch wieder alle zusammen in dem Ernesto-Glas trinken. Sag mal, ist das jetzt trotzdem wieder hier? Warte mal, das hat sich verschoben. Die Berliner Luftgläschen machen Stress. Wir fangen jetzt mal ganz links an mit einem dunkelgrünen Red Bull. Hier steht auch The Green Edition Red Bull Kaktus Frucht. Ah, schon wieder Kaktus. Jetzt haben wir in letzter Zeit, hast du ja hier Gönner-Chi probiert, da war ja auch Kaktusfrucht drin. Das heißt, jetzt hast du mal direkt den Vergleich mit Gönner-Chi und Red Bull, was da besser schmeckt. Wir werden auch gar nicht groß drauf gucken noch und lesen. Es ist halt Red Bull, die grüne Edition. So, wie viel willst du denn haben? 2 Zentiliter, 4 Zentiliter? Ich möchte nämlich, ich bin Dosenkind, ich werde direkt aus der Dose trinken. 2 reichen, oder? Genau, soll das auch aussehen. So, dieses schön rosane, was da so drin ist, das sieht aus wie vom Gönner-Chi. Das ist dein Schluck. Hier drin ist mein Schluck. Riechen das andere war mega fruchtig und präsent erstmal. Riecht uns gut. Mal gucken, wie das ist, weil das dürfte mit Zucker sein. Das andere ist ja alles mit Süßungsmittel. Warte mal, du kannst mir schenk mir noch mal ein bisschen mehr, weil wenn es gut und so wenig ist, hat er... Also doch 4 Zentiliter, okay. Ich trinke auf jeden Fall direkt aus der Dose, denn ich bin das Dosenkind. Brusten, lassen wir mal weg, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Sonst wird es zu viel. Finde ich, schmeckt etwas leichter als das Gönner-Chi. Also beim Gönner-Chi war das... richtig bombastisch, präsent, richtig brutal. Und hinten war es dann ein bisschen pappig. Hier finde ich, der Geschmack kommt nicht brutal an. Es pappt aber hinten nicht raus. Aber ist gut. Ich finde das angenehmer. Ja, ich finde das angenehmer, weil es überflutet dich nicht und lässt stark nach. Geschmack, von Anfang bis Ende. Es ist gleichbleiben beim Trinken. Perfekt. Ja. Also, finde ich ganz gut, ist trotzdem fruchtig. Kaktusfrucht würde ich empfehlen. Würde ich nochmal trinken. Jo. Da dies Red Bull, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir noch eine grüne Dose. Neben der Kaktusfrucht steht nämlich die Summer Edition Red Bull Kuruba Holunderblüte. Oh. Kennt ihr? Kuruba Holunderblüte. Das ist hellgrün. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Holunderblüte kenne ich. Ich kenne nur Veltins V plus Kuruba. Das ist ja immer so Alkohol. Und das ist auch die... Ja, so eine Farbe. Das wirst du noch bereuen, dass du 4 Zentiliter jetzt von jedem willst. Das sieht aus wie Bier. Das sieht aus wie das Veltins V plus Kuruba Bier. Ist gelb. Einmal für dich. Kannst du ja kurz dran schnüffeln. Und dann das riecht eigentlich rein. Holunderblüte. Müsste ja Holunderblüte ist auch sehr angenehm sein. Eigentlich, ja. Schmeckt im Abgang nach Gebüsch. Also, dass du wirklich merkst, du bist in der Natur. Nach Gebüsch. Da erwartet man auch nichts Säuerliches. Wenn man Holunder hört, denkt man, das ist schön blumig, pflanzig. Und auch das Kuruba Holunderblüte, muss ich sagen, ist gut. Schmeckt, finde ich sogar jetzt angenehmer als das erste. Weil das erste ja doch irgendwie,
ja, nicht so blumig war. Ich mag gerade diesen Blumengeschmack, weil das was anderes ist, als ich sonst habe. Du findest das erste besser, habe ich schon rausgehört. Brauchst du gar nicht so gucken, ne? Was? Nicht? Doch? Also besser würde ich jetzt nicht sagen. Schmeckt beides richtig gut, sagt sie. Ja, okay. Dann haben wir jetzt Yellow. The Yellow Edition. Das ist Tropical. Ihr seht, wir hauen hier schnell durch. Die gelbe Edition Tropical. Immer eine. Ey, das ist ja wie bei Pokémon. Kannst du alles sammeln. Das ist aber ein schönes Gelb. Das ist ein schönes Gelb. Gelb ist generell eigentlich immer schön. Ja. Da ist auch hier das Getränk. Ist auch gelb. Ach so. Jetzt hast du mich auf 10 CL reingemacht. Hier, das ist gelbes Getränk. Tropical. Da warte ich jetzt irgendwie so. Weiß ich nicht, wie so Mango, Passionsfrucht, ja, Mango, ja. Irgendwas auf einer Insel halt. Oder nur ein bisschen aber hier Pfirsich und Ananas mit rein, alles reingeschmissen. Urin, oder? Das darf's auch sein. Aha. Das erinnert mich an Booster Exotic, das rosane von Booster. Das ist Exotic. Das ist Tropical. Das ist Tropical. Aber irgendwie, wenn ich an was Tropisches denke, habe ich was Exotisches im Kopf. Also schmeckt mir wie Booster so ein bisschen. Und Booster ist günstiger. Da würde ich eher zum Booster vielleicht greifen, obwohl mir die Dose und die Farbe hier so gut gefällt. Ja. Ich finde immer noch das mit Holunderblüte gerade am interessantesten. Ich wollte auch sagen, weil ich das noch nie hatte. Auch, aber nicht so gut wie das vorhergehende. Aha, es stinkt also langsam ab nach Gelb. Kommt natürlich Orange. Das ist Apricot Edition. Ach so. Da ist drin Aprikose und Erdbeere. Weil in der Aprikose Edition muss natürlich Erdbeere drin sein. So. Interessant. Orange, schau mal raus. Klingt Erdbeere kriegt ja eh keiner hin, dass das schmeckt. Ja. Aprikose. Ja, ich mag eigentlich Aprikose, ja, also muss ich wieder erstmal zeigen. Das ist jetzt hier, wo ist denn die Schrift, was macht denn die Schrift wieder? Das ist Erdbeerfarbe, ne, oder sieht so Aprikose aus? Orange Dose, Aprikose, Erdbeerfarbe ist am Start. Oh, nach Erdbeer riecht es eigentlich nicht. Aber es schmeckt nach Erdbeer. Ja. Schmeckt wie so ein warmer, billiger Erdbeersekt aus dem Billigladen, der halt eine Erdbeernote haben soll. Und ja. Was die Weiber nutzen, wenn sie sich vom Netto auf dem Parkplatz schnell einen reintrinken wollen, bevor sie in die Dorfdisco gehen. So schmeckt das halt. Gibt es natürlich auch mit Pfirsichgeschmack. Aber das ist so Erdbeersekt einfach so. Immer so am Weiberabend, so Erdbeersekt. Also Aprikose weiß ich nicht, Erdbeer schmecke ich, deswegen gibt es hier noch Erdbeer. Aprikose merkt man nicht so, aber Erdbeer ist auch nicht so präsent, also es ist leicht. Also ist gar nichts präsent. Leicht, also. Was ist denn nach, was schmeckt es denn, wenn es weder nach Aprikose noch nach Erdbeer schmeckt? Es schmeckt nach Metalldose wahrscheinlich nur, mehr ist da gar nicht drin. Jetzt haben wir es Red Edition. Eigentlich hätte ich dich immer raten lassen müssen, was meinst du, was Red ist, aber wir sagen es einfach, hier steht Wassermelone. Wassermelone hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Wassermelone hätte ich eher an was Grünes gedacht, weil man sieht ja meistens nur außen die Schale und das Runde und das ist ja alles grün. Innen drin ist sie ja rot. Wassermelone bin ich eigentlich kein Fan. Iswo ist Wassermelonen-Fan. Ich bin kein Fan. Ich finde, Wassermelone schmeckt immer so nach nix. Ich bin eher so für Honigmelone. Die finde ich lecker, Wassermelone nicht. Wassermelone schmeckt nach Wasser. Und Energy-Drinks mit Wassermelone schmecken meist nach Honigmelone. Wahrscheinlich weiß keiner, dass Honigmelone Honigmelone ist und Wassermelone Wassermelone. Das hat eine typische Wassermelonenfarbe, so wie man sich das vorstellt. Aber wie schmeckt's? Schmeckt's nach Honigmelone? Rot. Ist schön rot. Weiß nicht. Ja, die Kohlensäure brennt ein bisschen, dann hat es wieder irgendwie sowas vom Holzgebüsch. Also fruchtig finde ich das nicht. Ich glaube, das ist das Schlechteste bisher, weil da ist halt gar nichts drin. So.
ganz leicht, könnte man sagen, so ist Wassermelone, so richtig unscheinbar, aber dass mir das Säuerliche und das Bitzelnde von der Kohlensäure und alles, dann lieber wirklich eine richtige Wassermelone als Getränk, wenn das dann einfach nur so Chemie ist, ja? So, jetzt haben wir... Was? Du hast ja gar... Nee, oh mein Gott, du sagst schnell was. Ich würde sagen, dass es mir schmeckt. Besser geschmeckt hat als hier das... Habe ich schon wieder vergessen. Aprikose. Genau. Ja, Aprikose. Dann freust du dich bestimmt auf Birne Zimt. Wir haben nämlich jetzt die Winteredition. Das ist die Winteredition, die ist eher so weinrot, ne? Ja, wieso mit denn dann? Birne, mit Zimt. Ich hätte jetzt überhaupt nicht gedacht, Birne, Zimt. Ich hätte vorhin gedacht, hatte ich durch... Kirsch oder was weiß ich. Da habe ich gesehen, im Kühlschrank standen davon noch zwei andere von Sandra mal. Ach so, die sie nicht getrunken hat. Ich habe mir vorhin schnell einen reingeschüttet auf Gex. Der ja, gut, ist klar. Die Farbe ist Birne, ja, Birne ist klar. Das ist eine richtige Zimtfarbe, genau. Ja, Birnenfarbe. So, ich habe ja den Geschmack von vorhin noch im Mund, aber probier du und sag du jetzt einfach mal. So, du redest, ich schweige. Was naja. Schmeckt mir nicht so. Man merkt doch deutlich die Birne. Ja, beziehungsweise es soll Birne sein, aber es ist. Ja. Ich habe noch nie so eine säuerliche Birne erlebt. Das ist irgendwie so. Birne ist meist sanft. Birnengeschmack sanft, zack. Und hier ist Birne und dann. Aber das ist vielleicht das Zimtige. Das Zimtige brennt doch eigentlich ein bisschen. Dann hätten sie da den Zimt weggelassen und nur Birne, ja, wäre das angenehmer zu trinken, das, wahrscheinlich. Ich dachte, dass es brennt. Bei den anderen allen war das einwandfrei. Aber hier, das ist ein bisschen... Und das ist der Zimt, das kann sein. Also Zimtfreund bin ich sowieso nicht. Nee. Deswegen mache ich jetzt schnell weiter mit dem Rosanen. Das ist nämlich die Spring Edition. Und die Spring Edition ist sugar-free. Ich hoffe, das stand hier noch nirgendwo auf irgendeiner drauf, glaube ich. Spring Edition, Sugar Free, Waldbeere. So, das ist rosa. Waldbeere ist eigentlich immer rosa. Rosa, Sugar Free, Spring Edition. Jetzt müsste ich mir nochmal alle Dosen angucken, weil ich es trotzdem jetzt... Sieht doch aus wie Wassermelone, oder? Wenn man sich das so also anguckt. Also die Farbe ist... Irgendwie sehen die alle gleich Farbe, aus. Ja. Ein Red Bull in die Dose, schmeckt alles gleich. Spring Edition. Aber die riecht halt etwas mehr. Da riecht es mehr nach so Waldfrucht. Ja, das ist... Ah, Himbeer. Ja, genau. Da steht Waldbeere drauf. Es schmeckt für mich komplett nach Himbeer. Und dann schmeckt es auch noch wieder wie Apotheke. Brausetablette zum Lutschen, so diesen Traubenzucker zum Lutschen, diese runden Dinger, wo du in so ein Papier hattest, auf, hast so eine Pastille raus, hast sie so zerbissen, gekaut, so pulvriges. Genauso schmeckt das, weil es auch im Nachhinein wieder so ein bisschen pappig ist, dadurch, dass es ja ohne Zucker ist. Das wollte ich gerade sagen, dafür, dass es sugar-free ist, schmeckt es irgendwie süß, weil es halt wieder so Zucker irgendwie. Es ist halt wieder so gekünstelt. Also da kriegst du wahrscheinlich am ehesten Bauchschmerzen von dann, wenn du das trinkst. Deswegen gehen wir jetzt zur lilanen Edition. Aber der Himbeergeschmack ist eigentlich, also Himbeergeschmack natürlich, weil der Himbeergeschmack ist halt präsent. Jetzt also kommt das Beste vom Namen. Das ist die Purple Edition. Da steht, lies mal vor, was da steht. Brauchst du eine Brille? Und was ist es? Was? Ich kann es nicht lesen. Moment, ich habe... Das ist das? Okay, probier es nochmal. Da haben die Leute mich ausgelacht, als ich das vorgelesen habe. Akai. Akai? Akai, sagt sie. Akai. Da haben die geschimpft und gesagt, das heißt doch Acai. Acai. Warum kann er das denn nicht aussprechen? Acai. Nee, was man nicht kennt. Ich kenne das nicht. Aza und dann I Acai. Extra. Dann schreibt es doch auseinander, dass er Aza und dann I Acai schreibt. Aber das würde ich doch nicht. Akai. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist mit Akai, ne? Und deswegen haben wir auch so, wir müssen mal zeigen. Acai. Die Purple Edition mit Acai. Weiß ich nicht, was das ist. Das ist Akai. Ich meine, gut gehört habe ich schon mal. Das ist a Kesto Production mit Acai. Das ist doch jetzt. Das ist jetzt nicht lila. Hoffentlich. Sieht halt wieder aus wie. Schon wieder Wassermelone. Einmal Wassermelone für das Muttertier. Das sieht dann so aus. Farbe. Bitteschön. Wie schmeckt
Arznei. Arznei, jetzt haben wir es, so muss es. Oh. Das ist aber gewöhnungsbedürftig. Nachhinein wirklich wie Arznei, weil es schmeckt so, als hätte es gerade aus dem Schrank geholt, aus dem alten Holzschrank in der Speisekammer, wo in der Packung war schon ein Riss drin und es hat ein bisschen so den Geschmack angenommen von dem Schrank, wo es drin stand. Arznei, original Arznei-Geschmack, also kann ich jetzt nicht vergleichen. Also ich finde es ist interessant, aber ich glaube eine ganze Dose würde ich jetzt auch nicht davon haben. Stimmt. Wollen. Sowieso, je weiter du hinterkommst, desto schlimmer ist alles, weil du alles andere ja schon drin hast. Wir haben noch bald gar keinen Geschmack mehr. Wir haben noch die blaue Edition. Blau. Und die blaue Edition, Blau. Das ist Heidelbeere. Heidelbeere, ja. Guckt euch das an. Was ist dann die blaue, die danach kommt? Brombeere. Oh, mal wieder gucken, wo die vier sind. Ach. Ja, es ist ja Heidelbeere, das ist klar. Das ist richtig schön. So, Acai-Farbe. Nur das Acai aussah wie Wassermelone. Dann trink mal Heidelbeere. Da erwarte ich jetzt was Besonderes. Ich bin ja kein Heidelbeer-Fan, aber als Getränk kann ich mir das bestimmt gut vorstellen. Schmeckt so Heidelbeere? Naja, also, ich kann das nicht erkennen, Heidelbeergeschmack. Ich dachte, Heidelbeeren sind trotzdem auch irgendwie fruchtiger, weil ich trinke da und denke jetzt, da kommen die Frucht und dann kommt sofort was anderes. Ja, da kommt dieses... Schmeckt wie Vanille auf einmal oder so. Als hättest du einen Heidelbeerkuchen, wo oben drei Heidelbeeren drauf sind und der Rest ist Quark, Vanille, Pudding auf dem Boden drauf und das, die Heidelbeere ist da reingedrückt und ist total von was cremigem ummantelt. Also gut, bei Heidelbeeren zu wenig Heidelbeere. Manche schmecken ja ein bisschen süß und manche schmecken ja nach gar nichts Heidelbeeren. Das ist verschieden. Die sind dann, das gibt's. Je nachdem, wie die gereift sind wahrscheinlich. Aber ja, das war auf jeden Fall die Blue Edition mit Heidelbeere. Dann haben wir nach der Blue Edition nämlich die Sea Blue Edition. Ach, Seeblau. Und die Sea Blue Edition von Deep Blue Sea, von dem Film mit den Haien, hat Juneberry-Geschmack. Und Juneberry ist in der zweiten Charge Gönnergy, gab es auch Juneberry Jam. Ja. Die Shania war schlau und hat das einfach mal übersetzt als Junibeere. Aber Juneberry ist nicht die Junibeere, sondern die Felsenbirne. Bei uns heißt das Felsenbirne und woanders heißt das halt Juneberry. Die Felsenbirne ist die Juneberry. Und die haben Felsenbirnenmarmelade gemacht als Geschmack. Und das ist jetzt nur Felsenbirne als Geschmack in der Sea Blue Edition. Ist halt so ein helleres Blau. Mhm. Ihr sagt beide Junibeere, da machen wir uns doch nichts vor. Da wollen wir auch hier keine wilden Experimente. Ja, wir haben wieder die Acai-Farbe. Oh, also so eigentlich ist es genau die Heidelbeerfarbe. Ja. Genau. So wie ich mir aber Acai vorstelle, würde... Oh Mann, ey, ist das wieder... Was ist ein Felsenbirne? Verstehe ich nicht. Kenne ich doch auch nicht. Oh. Das ist eine Beere, die im Juni an den Sträuchern hängt. Das hat mit Felsen zu tun. Weil die Sträucher hinterm Felsen, auf dem Felsen, um den Felsen rum... In den Ritzen, Felsritzen. Eigentlich wollte ich gerade sagen, ja, schmeckt gut, aber irgendwie kann ich gerade nicht mehr klar denken. Red Bull GmbH am Brunnen 1, Fuschel am See, Österreich. Das ist aber schön. Aber den Geschmack kenne ich irgendwie, aber... Ja. Irgendwie... Von der Felsenbirne, genau. Das Leben lang haben wir die Felsenbirne genascht und nicht gewusst, dass es eine ist. So wird es sein. Aber es brennt nicht so wie manches. Manches hat es ist okay. Man muss sagen, es ist okay. Kommen wir mal zum letzten. Das ist ja angeblich das Lieblings-Red Bull von allen Menschen auf der Welt. Da haben ja alle, als sie das Gönnergy hatten mit dem Heidelberg-Kokos in der ersten Edition, haben alle gesagt, ja,
Blaubeer-Kokos. Heidelbeer-Kokos? Blaubeer-Kokos? Gönnatschi hat auf jeden Fall auch was. Ich dachte Heidelbeer-Kokos gehabt und alle gesagt, das ist der geilste. 50% und die anderen 50% haben gesagt, von Red Bull der Kokos-Blaubeer schmeckt viel besser. Kenne ich nicht. Aber das ist der letzte. Das ist die White Edition. Das ist Kokos-Blaubeere. Also der größte Konkurrent von dem ersten blauen Gönnergy, was auch mit Kokos und Zeug war, wo das Kokos auch irgendwie total untergegangen ist und der mir so gebrannt hat einfach nur. Der ist ja. Den fand ich richtig schlimm beim Trinken. Die Farbe ist schön. Der hat jetzt hier vom Eismint Arctic Eis ja. Hat er hier so die Farbe, aber ist auch sehr trüb. Und mal sehen, ob es nach Kokos riecht. Es ist ja so trüb wahrscheinlich, ja. Wegen Kokos. Es riecht nach Kokos. Ja. Es riecht sehr stark nach Kokos, ja. Oh. Mhm, ja, schmeckt doch nach Kokos. Finde ich angenehmer zu trinken als den Gönnergy mit Kokos, Blaubeer oder Heidelbeer. Finde ich, brennt auch nicht so, bitzelt nicht so. Durch die Kohlensäure alles, da ist kein Süßungsmittel drin, hoffe ich. Also kann ich nachvollziehen, dass die Leute sagen, das weiße Red Bull ist besser als das blaue Gönnergy. Wäre jetzt trotzdem keine Sorte, die ich mir ständig kaufen würde, aber das wäre wahrscheinlich auch gar keine von den Sorten, weil... Oh. Kokos muss man ja auch lieben, das macht nicht jeder. Ich wollte es halt mal probieren, aber ich muss sagen, mir ist so schlecht jetzt. So schlecht, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen es ja noch alle zusammenmischen in dieses Glas. Deswegen müssen wir uns jetzt immer gleich zwei zusammennehmen. Die zwei grünen. Mal hier einen Schluck rein. Dann hier gelb und orange. So. Beides zusammen auf den Tisch gespritzt. Rot und nochmal rot, ne? Weil es gibt so viele rote Farben auf der Welt. Ja, das ist aber nur die Büchse ist hier rot, das andere ist dann gelb. Lila und pink und grün und haben wir auch noch. Oh, jetzt ist alles hier. Jetzt haben wir eine Bloody Mary. Dann haben wir die zwei blauen, Sea Blue und Deep Blue. Die sind auch identisch. Und am Ende noch der Kokos, ne? Der kommt noch oben drauf. Und dann haben wir das Ding auch im Kasten so. Oh, dass du das jetzt guck dir hast, das mal an. Glas voll. Das sieht richtig stark aus. Möchtest du kurz mal probieren? Ja, ich war da ja noch nicht dran. Du probierst jetzt mal, weil die beschwerst dich sonst wieder, dass du es gar nicht probieren konntest, wie das zusammen schmeckt mit deinem WWF-T-Shirt. Der Geruch ist gut. Nom. Aber nicht so viel, ne? Oh, warte, ich spann mal einen Hieb hier. Das ist mein Rotweinglas. Digga, ich sag's dir. Also, ich könnte es jetzt leer trinken. Sahnbraubend. Du kannst ja die restlichen Dinger alle zusammenschütten. Ich finde, der Geschmack ist hier, wo alles vereint ist. Abartig. Ist einfach richtig gut. Lässt sich gut trinken und ist, also für mich, ich find's gut. Sehr gut. Besser als wenn du jedes einzelne trinkst, finde ich das besser. Das ist oft so, aber man erlebt auch manchmal sein blaues Wunder. Das heißt, wir werden jetzt diesen Ernesto noch kurz trinken beim ultimativen Red Bull Tasting und dann... Also... Ich erlebe den Geschmack nur beim Absetzen, dann wenn ich fertig bin. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Danke an das Muttertier. Was ich noch Abartiges finde demnächst, was ich dir andrehen kann, weil dir schmeckt das ja immer. Mit Hannes könnte ich das nicht machen, der wäre jetzt schon tot. So, ziehen wir mal kurz rein. Also ich finde es gut. Besser als jedes einzelne. Es schmeckt wirklich, also kann man trinken. Irgendwie so, ja. Aber irgendein Geschmack. Ich habe jetzt total Kokos irgendwie am Mund. Wahrscheinlich, weil Kokos als letztes draufgekommen ist, ist das einfach noch oben geschwommen, hat sich direkt an die Lippe gepresst und so ist jetzt dieser Kokos-Eindruck hängen geblieben, ja? Meine Damen und Herren, was ist eure Lieblings-Red Bull-Sorte von den ganzen Dingern da? Also am schönsten gefällt mir wirklich diese
gelbe Dose. Den, die Büchsen von den Dosen. Nee, mir geht es um den Geschmack. Mir gefällt die gelbe Dose, die finde ich schön. Die Geschmäcker, naja. Es war gut, oder schlecht, war hin und her, aber ich habe jetzt die Nase voll. Nie wieder Red Bull. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Muttertier. Aber vielleicht fliegen wir jetzt irgendwo hin. Ja, gleich vom Stuhl.